Antoine Griezmann hat bestritten, dass es eine Vereinbarung mit dem FC Barcelona für den kommenden Sommer gibt. Ich weiß nicht, woher diese Information kommt, sagte Griezmann nach dem Derby gegen Real Madrid bei TFA. Ich weiß nichts davon, bis jetzt gibt es nichts. Die Berichte sind falsch, so der Stürmer. Ein anderer Angreifer kehrt Atletico nach der Saison aber sicher den Rücken zu. Fernando Torres verkündete, dass er seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht verlängern wird. Als Neuzugang hat Atletico Madrid dagegen einen Bayern-Star ins Visier genommen. Auf der Suche nach einem Linksverteidiger beobachten die Madrilenen laut der spanischen Sportzeitung AS deswegen die Situation von Juan Bernat beim FC Bayern genauestens. Der 25-Jährige ist in München nur Ergänzungsspieler, denkt dem Bericht zufolge über eine Veränderung nach. Bernats Vertrag läuft 2019 aus, wollen die Bayern eine Ablöse kassieren, müssten sie sich im kommenden Sommer zu einem Verkauf entscheiden. Der FC Barcelona streckt seine Fühler nach Leipzigs Dayo Upamecano aus. Laut der französischen Fußballsendung Telefoot sind die Katalanen stark an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Barça lässt sich auch von der Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro in Upamecanos bis 2021 laufenden Vertrages nicht abschrecken. Die Katalanen sollen bereit sein, die Ablöse zu bezahlen, um ihren Umbruch in der Innenverteidigung voranzutreiben.